Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das wird ein ganz kurzes Video, aber ich wollte euch zeigen, wie dieser Aufsteller von Craft Buddy aussieht, wenn man den aufgestellt hat. Ich habe alles jetzt fertig versiegelt und es ist alles fertig getrocknet. Und so sieht das gute Stück jetzt aus. Richtig, richtig klasse. Man sieht aber gar nicht so, also man kann nicht alles so gut erkennen. Hier, die Schmetterlinge sind sehr versteckt. Hier die Blümchen kann man nicht so doll erkennen. Das finde ich ein bisschen schade, aber das Gesamtbild gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das finde ich sehr, sehr schön. Das sieht toll aus. Man kann das ganz einfach wieder auseinandernehmen. Das werde ich auch machen, weil ich das ja bei mir auf der Arbeit aufstellen möchte. Das ist ein bisschen locker hier. Das könnt ihr auch sehen. Die Sachen sind hier sehr, sehr feste. Die muss ich auch ein bisschen reindrücken. Aber die kann man wieder rausnehmen ohne Probleme. Ja, ich zoome euch mal ein bisschen ran, dass ihr das mal ein bisschen so nochmal sehen könnt. Also man hat hier halt entsprechend die Abstände dazwischen. Und ja, ein bisschen schade, dass man halt hier die Schmetterlinge nicht so sehen kann. Da habe ich ein bisschen weit rausgezoomt. Ja, so sieht das auf jeden Fall jetzt aus. Richtig, richtig klasse. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es rausnehmen können. Ganz einfach, ja. Also ihr seht, man kann es einfach wieder rausheben. Wenn die Jahreszeit wieder dafür um ist und ihr es wegräumen wollt, für bis zum nächsten Mal, dann nehmt ihr das ganz einfach wieder raus. Und dann könnt ihr alles ganz flach hinlegen. Ja, ich werde mir das jetzt in den Karton zurückpacken und werde das Ganze einpacken. Und dann werde ich mir das schön im Büro aufstellen. So sieht das jetzt alles aus, wenn man alles wieder zusammengepackt hat. Ja, und richtig, richtig toll. Also da war ja ein Steinchen, das hat nicht richtig geklebt. Das habt ihr im Stream vielleicht gesehen. Das ist aber durchs Versiegeln jetzt alles bombenfeste. Ich zeige euch die Elemente einfach nochmal. Die sehen richtig, richtig klasse aus. Auch hier diese Steine. Richtig schön. Oder hier die Blümchen, die Sondersteine. Der Schmetterling, die wunderschöne Mühle. Richtig, richtig toll. Hier war es ein bisschen schwierig, weil der Kleber halt da nicht saß, wo er sollte. Also da musste ich wirklich Teil für Teil versiegeln. Da ist in der Produktion was schiefgelaufen. Ja, und das ist das Hinter, das für hinten und das ist der Boden. Ja, kurzes Video. Ich wollte euch das nur zeigen. Habe ich euch versprochen im Stream, in meinem letzten, dass ich euch das zeige. Und das habe ich hiermit gemacht. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.